lieber weg, das schmeiß ich um. Das schmeiß ich nur um. Ja, liebe Nina, lieber Hubertus, herzlichen Dank für eure sehr warmherzigen Begrüßungsworte. Die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass ich mich jetzt absolut verliere in diesem aktuellen Thema und will der Versuchung widerstehen. Ich soll ein paar Bemerkungen machen über sozialdemokratische Wirtschafts- und Finanzpolitik, darüber hinaus allerdings die Verteilungsfrage auch nicht ganz ausschließen. Ich steige durchaus ein mit dem Thema, weil ich glaube, dass es von da aus eine Reihe von Schlussfolgerungen gibt. Wir feiern, nicht feiern vielleicht, aber wir sehen eine Reihe von Abschieden im Augenblick. Letztlich seit Maggie Thatcher und like seit Ronald Reagan, also über die Entwicklung der letzten 15 bis 20 Jahre, ist uns in Deutschland wie eine Monstranz, ein eher angloamerikanisches, angelsächsisches Ordnungsmodell vorgehalten worden. Vielleicht von uns in der politischen Klasse etwas zu duldsam ertragen, wenig offensiv vielleicht gegen angegangen, aber auch sehr stark mitbefördert von einer Berichterstattung, auch in Hochglanzwirtschaftsmagazinen, von Wirtschaftswissenschaften bis in die jüngste Zeit hinein, als das Modell, das eigentlich konfrontativ das kontinentaleuropäische Sozial- und Wirtschaftsmodell ablösen sollte. Nach dem Motto, der Staat soll sich zurückhalten, er ist ohnehin unfähig, er ist ineffizient, seine Zeitökonomie hält nicht mehr Schritt mit dem, was wir im Rahmen der Globalisierung erleben. Die Politiker sind ohnehin verzettelt in der Kompromissfindung. Diese Kompromisse sind im Zweifelsfall immer faul. Konsensbildung dauert zu lange. Und das Verfahren, Konsense zu organisieren mit zwei Schritten vor, ein Schritt zur Seite, ein Schritt wieder zurück und drei Schritte nach vorne, korrespondiert nicht mit der Zeitökonomie, die wir für notwendig halten. Im Übrigen, das, was der Staat auf kommunaler, auf Landesebene, auf Bundesebene macht, in vielen Bereichen ist erkennbar wirtschaftlich ineffizient. Es muss einer privaten, wir würden sagen, Verwertungslogik unterworfen werden. Und dies ist die Zukunft im Turbokapitalismus des 21. Jahrhunderts. Dieses ordnungspolitische Modell wird gerade widerlegt. Und es tauchen plötzlich Antworten auf, die nicht so weit entfernt sind von dem, was eine SPD-Programmatik schon ausgewiesen hat, auch im Godesberger Programm. Das heißt, jenseits von Marktgläubigkeit, aber auch jenseits von einer Staatsversessenheit zu sagen, so viel Markt wie möglich und so viel Staat wie nötig. Das heißt, dass wir jetzt im Augenblick erleben, ist in meinen Augen nicht eine hitzige Diskussion, die da stattfindet nach dem Motto das Ende des Kapitalismus. Ich kenne auch nur sehr wenige Stimmen, die sagen, das ist die Gelegenheit zu sagen, Rückkehr zum Sozialismus. Aber ich kenne sehr viele Stimmen, die sagen, ja, wir müssen über das reden, was ich nenne, eine neue Balance zwischen Staat und Markt. Wir stellen plötzlich fest, dass wir intakte Institutionen brauchen, demokratisch legitimiert, die Spielregeln erlassen, die Verkehrsregeln setzen, weil erkennbar das, was uns lange Zeit erzählt worden ist, der Markt, ein deregulierter Markt, doch nicht zustande bringt, nämlich sich selbst zu disziplinieren, spekulative Exzesse so weit auszuschließen, dass darüber auch gesellschaftlicher Schaden entsteht. Ich will sagen, der Hinweis von Franz Müntefering, wiederholt von Hubertus, ist durchaus richtig. Es gibt in dieser Situation die Gelegenheit, sozialdemokratische Antworten zu reaktivieren. Und diese Gelegenheit sollten wir nutzen. Wir diskutieren übrigens diese Antworten nicht erst als SPD in diesen Wochen, sondern es hat auch in den vergangenen Jahren diverse Hinweise gegeben, wo wir das Phänomen der Globalisierung nicht nur einseitig betrachtet haben, sondern durchaus ambivalent, nach dem Motto, es gibt Gewinner in dieser Globalisierung, es gibt auch Verlierer, es gibt Verlierer und Verlustängste bei vielen Menschen, die atemlos werden in dieser Beschleunigung. Das heißt, für die SPD steht nicht erst seit heute die Frage auf der Tagesordnung, dass es nicht alleine um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geht, um die geht es auch, sondern gleichzeitig auch um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Beides ist für uns in vielen Auftritten in den letzten Jahren Diskussionsgegenstand gewesen. Wir stellen gleichzeitig fest, dass diese Finanzmarktkrise nicht nur ökonomische Kosten hat, auf die ich aus Zeitgründen gar nicht lange eingehen will. Die entsprechenden Zahlen oder das, was da passiert, ist euch mindestens genauso gegenwärtig wie mir. Worauf ich hinaus will, ist, diese Finanzmarktkrise hat auch gesellschaftliche und politische Kosten. Und die beunruhigen mich gelegentlich. Weil es viele Menschen gibt in diesem Land, die zu dem Ergebnis kommen, dass in der Kombination dieser Finanzmarktkrise Fragestellungen werden plötzlich Verluste sozialisiert, aber exorbitant hohe Gehälter nach Hause getragen, jenseits des Leistungsprinzips.
In der Kombination mit der Erfahrung, dass es mindestens in oberen Einkommensgeschichten nicht als kriminell empfunden wird, gelegentlich Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug zu machen. Stichwort Steueroasen auch in Europa. Zusammen mit der Tatsache, dass man selbst bei großen renommierten Unternehmen plötzlich das Stichwort Korruption abladen kann. Bis hin dann zu anderen Erscheinungsformen, die ich jetzt gar nicht beim Namen nennen will. Dass da eine Art, ich will nicht sagen Legitimationskrise einsetzt, aber mindestens eine Infragestellung, ob dieses Ordnungs- und Wirtschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft eigentlich das noch beinhaltet und garantiert, was diese Menschen wollen. Einen sozialen Ausgleich, dass es einigermaßen gerecht zugeht, dass es zu Exzessen nicht kommt und dass die Stabilität dieser Gesellschaft einigermaßen gewahrt wird. Im günstigsten Fall führt das bei manchen Menschen dazu, dass sie nicht zu Wahlen gehen, was automatisch eine Beförderung von denjenigen Parteien bedeutet, die ihre eigenen Anhänger, insbesondere wenn sie sich einigermaßen radikal geben, möglicherweise an den Rändern, dazu führt, dass die überproportional repräsentiert werden. Das ist noch die günstigere Entwicklung. Das heißt, dass viele Menschen sich ausklinken aus dem demokratischen Willensbildungsprozess. Auch gerne bereit sind, den etablierten politischen Parteien eins auszuwischen, nach dem Motto, irgendwo waren die ja doch dabei. Im ungünstigeren Fall haben wir es darüber durchaus auch mit Veränderungen von ganzen Parteispektren, Parteisystemen zu tun. Noch nicht in Deutschland, erfreulicherweise. Aber wenn ihr einen Blick auf die italienische Entwicklung werft, ein kleines Indiz auch mit Blick auf die Entwicklung in Frankreich. Erste Anzeichen dafür auch nach den letzten Wahlen durchaus in den Niederlanden, wo unsere Bruder- oder Schwesterpartei in einer nicht ganz unverwandten Situation mit uns ist. Dann habe ich gelegentlich den Eindruck, dass der Zustand eines hohen Grades demokratischer Substanz und auch gesellschaftlicher Stabilität von uns gelegentlich als zu selbstverständlich konsumiert wird und unterstellt wird. Und dies bedeutet, dass in solchen Zeiten diese gesellschaftlichen und politischen Kosten sehr ernst genommen werden müssen. Und deshalb in meinen Augen in der Tat wir aufgefordert sind, als SPD Antworten zu geben, die sich erkennbar nicht alleine einer wirtschaftlichen Logik, einer wirtschaftlichen Rationalität beugen können, sondern gleichzeitig im Blick haben müssen, wie bringen wir nach wie vor die Vorteile, die in meinen Augen dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft hat, nach vorne, wie können wir die Attraktivität wieder steigern, wie können wir vielleicht auch im internationalen Systemvergleich dafür Sorge tragen, dass aus der Sicht von vielen Schwellenländern, auch Entwicklungsländern, autokratische, staatskapitalistische Systeme nicht als besser und tüchtiger wahrgenommen werden als das, was wir vertreten. Auch von einem autokratischen oder autoritären staatskapitalistischen System mit einem kommunistischen Überbau. Sondern dass wir dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft, das ein Höchstmaß an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit über funktionierende Märkte, kombiniert mit intakten demokratischen Institutionen, die ein Höchstmaß an Freiheit garantieren und gleichzeitig einem sozialen Ausgleich oder anders ausgedrückt, einem sozialen Zusammenhalt mit dem Ergebnis, dass uns diese Gesellschaft nicht um die Ohren fliegt. Diejenigen, die sich vor dieser Verantwortung drücken, die laufen das Risiko, dass am Ende solcher Prozesse, wie wir sie im Augenblick erleben, wir es durchaus mit einer nicht nur ökonomischen Destabilisierung, sondern es auch mit einer gesellschaftlichen Destabilisierung zu tun haben, mit der zunehmenden Folge von Parallelgesellschaften, mit Abkapselungen, mit einem Vertrauensverlust von den Institutionen, die ich schon mehrfach erwähnt habe, was ich für hochgradig gefährlich halte.